Ich glaube, hier habe ich mal gewohnt. Ich glaube, hier habe ich mal gewohnt, oder? Lass mal gerade gucken. Ja, ich habe mal in der 21. Lucy Street gewohnt, hier in Quenos Nord, aber mittlerweile mag ich es etwas angenehmer. Ja, so sieht meine Bude mittlerweile hier aus und ist ein bisschen unaufgeräumt hier, ich weiß. Aber es ist unheimlich komfortabel hier und das nenne ich so ein bisschen Housing hier. Also ihr seht das hier, my home is my castle hier und das ist auch ein, ja, das ist nur für mich, das ist nicht für die Gilde hier, ne? Das ist hier meine bescheidene Behausung, muss ich mal so sagen. Und mit Meerblick natürlich, wie es sich gehört, aber hier geht auch nie die Sonne auf, denn ich wohne in Neriak, das ist die Stadt des Hasses. Naja, in dem Sippenhaus hier sieht es auch eher mittelprächtig aus, aber es ist alles an einer vorgegebenen Stelle. Man kann hier also auch leider, leider, leider nichts selber so platzieren, wie man es gerne hätte. Dafür müssen wir dann ja, woanders hingehen. Naja, und hier habe ich mir erstmal ein Feuerchen angemacht. Ist ja doch schon ein bisschen kälter, aber so sieht eigentlich für mich oder so sieht eigentlich für mich Housing aus. Natürlich haben wir das in Clash of Clans nicht, aber auch in Clash of Clans haben wir ein bisschen Housing. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Okay, den nehmen wir mal mit und damit endlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe euch mal ein paar Ausschnitte aus dem Housing anderer Games gezeigt. Ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem hier, was wir hier haben, ne? Aber okay. Was habe ich denn eigentlich hier? Ich habe das da. Machen wir das mal so. Also ich versuche hier gerade. Oh, jetzt muss ich die Queen schon zünden. Ich versuche hier gerade krampfhaft mal wieder dieses Event hier zu spielen. Mit den Hexen. Mit den Mauerbrechern. Mit dem Bohrer. Oh, mein King ist schon down, okay. So, mal sehen, ob die da rüber springen können. Oh, ich habe noch einen Päcker, okay. Mal sehen, ich habe gestern schon so hart versagt hier. Aber ich muss auch mal gucken, was ich in der Clanburg habe. Das sieht noch ganz gut aus. Und hier hinten haben wir noch ein paar Magier. Okay. Ah, jetzt müsste gleich meine Clanburg rauskommen. Und da kommen ja in jedem Fall ein paar, ich wollte gerade sagen, ein paar Bohrer raus. Nein, da kommen ein paar Superminer raus. Also zwei Stück passen rein in die Clanburg. Und noch mit zwei kleinen Truppen, zwei Barbaren oder so habe ich immer dabei. Und versuche hier mehr recht als schlecht diese Events zu spielen. Aber wenn man dann von so einer harten Schlacht nach Hause kommt, in sein Heim, in sein Castle, dann freut man sich natürlich auch mittlerweile hier bei Clash of Clans, dass man eine Bleibe hat, so will ich mal sagen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber jeder hat hier eine Bleibe. Jeder hat hier eine Bleibe bekommen. Das habt ihr gestern schon mitbekommen. Und okay, da ist ja auch die down. Also jetzt kommen wir erstmal von dieser harten Schlacht nach Hause. Und allerdings muss man auch noch 3 Sterne machen. Das wäre nicht schlecht. Damit wir den Pass fertig bekommen, Leute. Also noch 50, 60 Punkte. Das schaffe ich heute noch locker bis zur Queen. Und ja, aber besagtes Housing, das gibt es ja jetzt auch bei Clash of Clans. Und ihr findet die Hütte aber auch nur hier oben. Und wir haben gestern da schon wirklich drüber gelacht, muss ich sagen. Also das ist das Housing hier, ne? Das ist das niedliche Housing bei Clash of Clans. Thorstens Haus. Ich habe mir erstmal neue Nachbarn besorgt, nämlich den Avatar und den Farnsworth, weil Uschi habe ich hier hinten in Verband. Ja, das ging gar nicht, dass Uschi neben mir wohnt. Also das geht schon mal gar nicht. Aber dieses ganze Customizen hier, noch können wir nicht reingehen. Aber irgendwann wird es soweit sein. Dann können wir hier in Clash of Clans sicherlich auch unser Haus betreten. Aber man kann ja schon eine ganze Menge machen. Das heißt also, die Dächer vom Flachdach über Spitzdach, mit Flagge, ohne Flagge, mit goldenen Dachpfannen. Also hier gibt es alles. Hier gibt es natürlich auch einiges für Marken, die man letztendlich später bekommt. Und man kann
hier so ein bisschen was mit Mauer machen. Und ihr seht, da ist auch noch Luft an den, aufgrund der feinen Felder hier, hat man hier also noch ein bisschen Luft gelassen. Und hier im Nachtdorf, in der Clanstadt ist sowieso Luft ohne Ende für Spiel, Spaß und Spannung hier. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich habe mir erstmal dort ja, so einen Fleischspieß gegönnt. Ne? Ja, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, unten drunter, was ihr über dieses Housing hier haltet. Also, wie gesagt, wir haben gestern hier herzlich schon drüber gelacht. Wenn ihr hier übrigens Zelte seht, dann ist das für zukünftige Mitglieder. Also, wir haben noch Kapazität hier für euch. Also, wenn ihr einen Clan sucht, dann, ne? Einige haben es aber auch ein bisschen bescheidener gemacht. Hier, okay, der Monkey hier. Aber jeder ist hier schon mal reingegangen, ne? Scheint ja doch irgendwie zu ziehen, ne? Dieses Housing-Format hier. Naja, okay, wir wollen mal sehen, morgen oder übermorgen, nee, am Freitag fängt ja die neue Clanstadt ja endlich mit Liga auch statt und wir haben gestern aber das gesamte Update hier auseinandergenommen, haben wirklich jeden kleinen Punkt auch gefunden. Es gab auch so ein paar Bugs, wenn man, glaube ich, ein Dorf besucht hat, was eine Bauhütte in Ausbau hat, das habe ich hier jetzt nicht und das habe ich mit dem 14er auch nicht mehr, dann hat das Spiel wohl gecrasht und wenn man die Wiederholung dann nochmal geguckt hat von gewissen Dörfern, hat das Spiel auch gecrasht, also da arbeitet Supercell dran. Einige haben den Button hier da oben zum Ändern oder zum Wechseln der Accounts nicht mehr und wenn ihr das übrigens nicht möchtet, dass es nicht schneit, dann könnt ihr den Schnee auch einfach ausmachen. Ich finde es im Moment ganz hübsch, er stört mich nicht, nachher im Clan-Kriegsangriff mache ich das dann aus. Und so kann man hier zumindest, oder kommt man ganz gut zurecht, was das hier soll, dieses Chief's Journey. Ich meine, für mich als Content Creator ist das natürlich top, weil wenn jetzt jemand im Stream fragt, Toto, was gab es eigentlich auf Rathaus 9? Da kann ich sagen, ja, da gab es die Queen, Lava-Hund, ne? Und natürlich den X-Bogen. Ich weiß nicht, ob da ein Entwickler Langeweile hatte oder ob, ne? Ich weiß auch nicht, ich bin ja jetzt auf dem 15er, ob, das ist aber mein Journal hier oder meine abenteuerliche Reise durch Clash of Clans, das Dorf, was keinen Namen hat. Sei es drum. Wer schick findet, also ich sehe in vielen Sachen, was das Update angeht, überhaupt keinen Nutzen. Und deswegen würde ich sagen, mache ich einen kurzen Cut und machen wir noch einen zweiten Angriff, dass wir heute vielleicht noch unseren dritten Stern reinholen, beziehungsweise dass wir den passfertig bekommen. Bis gleich. So, der ist perfekt hier für unsere drei Sterne, die wir ja vielleicht jetzt holen. Mal gucken. Ich nehme jetzt diesmal einen Wardenwalk. Ich habe die Armee hier komplett angepasst, also wundert euch nicht. Ich versuche im Moment viele Events auf einmal zu spielen. Das heißt also mit den Hexen, mit den Widderreiterinnen und so weiter. Und nehme auch selber mal den Bohrer hier mit. Kann man ja mal machen. Den Scattershot, da könnte ich mal rausnehmen. Oder macht das mein Warden? Ah, das macht mein Warden, okay. Das macht mein Warden und Oily ist aber auch schon wieder platt. Aber ist auch kein Wunder. Und, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich die Widderreiterin nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal zwei Stück. Brutal. Okay, die machen da auch die Mauern kaputt, sehe ich gerade. Alles klar, das heißt, man braucht gar keine Mauerbrecher. Das ist ja cool, ne? Das ist ja cool, ne? Dann können wir hier mit dem Packer gehen und nehmen wir hier King rein. Queen mit drin. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich habe zwei Mauerbrecher dabei, okay. Und natürlich Bori, den Bohrer. Und dann kann es hier losgehen. Oh, wo geht denn der Bohrer hin? Ach, der Bohrer geht auch. Oh. Okay. Der Bohrer geht nach da. Alles klar. bisschen un. Man muss schon genau hingucken, wo der Bohrer hingeht, Leute. Hoi. Bleib bei mir. Aber der Bohrer ist dran hier am Scattershot. Sehr schön. Und wieder mal kein Gift genommen, wie immer. Toto nimmt nie Gift. 1, 2, 1, 2, 3. Ah, der Bohrer. Der Bohrer ist erst auf 2, Leute. Ich meine, okay, das ist jetzt auch ein 13er. Ich habe den jetzt auch wirklich nur gemacht, weil ich noch die 3 Sterne für das Spiel brauchte. Und, aber der geht wirklich gut durch. Ihr seht das hier. Der ist immer noch voll, ne? Also so ziemlich voll. Der wird auch bis zum Ende jetzt durchhalten. Und das ist schon ziemlich krank.
muss ich sagen. Also den haben ja viele, habe ich gestern gesagt, noch nicht so auf der Kette. Ich eigentlich auch noch nicht. Ich habe den jetzt aber mal genommen, um den mal so ein bisschen, um mal so ein bisschen Gefühl für den auch zu bekommen. Also haben wir hier die drei Sterne drin. Wir kehren in das Dorf zurück, was keinen Namen hat. Und haben den, oh, Sterne-Bonus haben wir auch bekommen, okay. Und wir haben alles fertig, also einen Tag 20 Stunden muss ich jetzt noch warten. Und ich habe mir die Queen hier in jedem Fall freigespielt, habe ein Heldenbuch, habe die Schaufel, ja, okay. Ja, mal gucken, oh, ich habe keine Mauerbrecher mehr, okay. Halt, da unten waren immer die Mauerbrecher, jetzt haben wir eine neue Supertruppe bekommen. Jetzt sind die Mauerbrecher da oben, okay, jetzt sind die Mauerbrecher da oben. Alles klar, die brauchen wir in jedem Fall im Clankrieg. Und dann können wir hier aber wieder bauen. Sehr cool. Und haben hier auch schon ein bisschen was reingespielt. Also kann ich euch nur empfehlen, hier auch die Spiele zu machen. Mit den Widderreiterinnen. Ich meine, da habt ihr genug Zeit. Ich habe jetzt schon 6 Angriffe gemacht. 15 Tage, 20 Stunden noch. Das sind so 2 Angriffe pro Tag, wenn überhaupt. Und den Santasbell habe ich noch nicht genommen. Aber ich glaube, ihr wisst, wie man den benutzt und wie man seine Freunde beschenkt. Wenn nein, dann habe ich euch das da oben in der Infokarte. Da. Irgendwo da oben nochmal verlinkt. Und ist ein bisschen älteres Video, aber so kann man es machen. Und hier noch einen Angriff, dann haben wir auch den Trank wieder. Denn ja, zwei Bobs habe ich frei. Ich habe noch nicht den neuen Baum, Leute. Bin ein bisschen traurig. Ich habe noch nicht den neuen Baum. Kann man jetzt auch nicht kaufen. Und überall schneit es ja auch mal wieder nicht, ne? Ich meine, hier schneit es ja. Im Nachtdorf schneit es auch, aber nur an manchen Stellen. Ja? Hier schneit es nur auf 2 Bäume. Ist mal wieder komisch hier, dass hier nicht überall Schnee liegt, ne? Und hier auch. Hier geht es an den Bäumen vorbei. Gestern hieß es dann erst, ja, das eine sind Dekobäume und das andere sind gekaufte Bäume. Das sind aber alles noch, das sind gekaufte Bäume hier. Da liegt kein Schnee drauf, aber das sind noch normale Bäume zum Abbauen hier. Und, naja, sei es drum. Das sind so die Kleinigkeiten. Ich hoffe, euch gefällt das Update auch so komisch wie mir. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dann lasst den Daumen trotzdem oben. Wir wollen mal sehen, was wir noch aus dem Update rauskitzeln. Erstmal jetzt am Wochenende Clanstadt spielen. Und Stream tun wir dann am Mittwoch wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend, wenn ich streame, mit Clash of Clans komme oder eher mit Raid Shadow Legends. Da haben wir auch noch 2 Stunden offen. Und warum und wieso, das werde ich euch dann zeigen. Und die hier habt ihr sicherlich auch schon gespielt. Ganz easy peasy, Leute. Da braucht ihr noch nicht mal bei den anderen YouTubern gucken. Alles von 9 Uhr hier reingespammt. Dann klappt das schon. Wenn ich beim ersten Anlauf, dann beim zweiten. Alles klar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann lasst uns mal hier richtig das Hausen feiern bei Clash of Clans. Ich feiere das in jedem Fall. Ich weiß nur noch nicht wie. Bis dahin, euer Toto. Aus seinem Haus. Flasht.